Das ist einfach die Landschaft, in der ich mich wohlfühle, weil ich es von Kindheit an kenne. Wenn ich selber bei den Bienen bin, dann vergesse ich die Zeit. Da kann noch alles im Hintergrund noch so schief laufen, wenn ich zu den Bienen gehe und da bin ich dann 3, 4, 5, 6 Stunden für mich in Ruhe. Da fühle ich mich wohl. Das ist für mich also wie Erholung. Und ich merke einfach, dass es so ein Beruf ist, der so vielfältig ist. Ich mache ja die Holzarbeiten auch selber, ich baue die Kisten selber. Ich habe die Bäume selber mal gefällt und war damit im Sägewerk. Ich bin draußen an den Bienen, ich spreche mit den Landwirten, mit den Förstern. Das ist einfach so ein Beruf, der noch so viel umfassend ist und man kommt mit so vielen anderen traditionellen Sachen auch zusammen und das ist eine schöne Kombination. Die Landwirtschaft verändert sich. Es ist wichtig, dass alle in Kontakt bleiben. Und ich versuche auch immer lokal mit den Landwirten, die ich hier in der Region habe, auch zu sprechen und mit denen in Verbindung zu bleiben. Die Imker sind ja ein bisschen die Aufpasser, weil die sehen die Insekten und die sehen sehr viel von der Tierwelt und die müssen auch Alarm schlagen, wenn was schief läuft. Viele konnte ich auch schon so ein bisschen gewinnen oder sie haben sich auch selber sich interessiert und dass sie auch ein bisschen Acht geben, dass sie die Natur und die Bienen und die Insekten und Vögel auch genug Nahrung weiterhin finden.